Hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Heute ist Silvester zumindest, wenn dieses Video rauskommt, ist Silvester. Bei mir ist heute noch der zweite Weihnachtsfeiertag. Und ich habe mir mal gedacht, ich möchte euch so ein bisschen mal erzählen, was eigentlich 2016 so geplant ist auf meinem Kanal. Momentan ist es so, ich habe recht viel Zeit für YouTube. Das wird sich dann aber, muss ich so sagen, hoffentlich 2016 ändern. Da werde ich ein bisschen, oder ich denke mal, ein bisschen weniger Zeit haben für YouTube. Ich werde mir aber wahrscheinlich immer noch die Zeit nehmen für YouTube, aber es könnte sein, dass da dann nicht mehr jeden Tag ein Video kommt. Das müssen wir aber alles mal schauen, wenn es soweit ist. Da würde ich dann gegebenenfalls auch noch mein Infovideo raushauen. Mal schauen. Auf jeden Fall. 2016. Was ich da so geplant habe an Spielen. Darum geht es jetzt. Und es geht zuallererst mal los mit den Spielen, die ich auf jeden Fall machen werde, weil ich diese schon vorbestellt habe. Das ist zum einen das ganz neue Rollercoaster Tycoon World. Rollercoaster Tycoon 3 haben wir ja auf diesem Kanal schon gespielt und es kam eigentlich auch, hatte ich den Eindruck, ziemlich gut an. Und deshalb habe ich mir gedacht, weil ich auch selbst richtig Bock drauf habe, bestelle ich mir Rollercoaster Tycoon World vor. Und zum Release können wir dann Rollercoaster Tycoon World spielen, hoffentlich. Und hoffentlich kriege ich das dann alles mit der Aufnahme hin. Und hast du nicht gesehen, dass ich gleich am Release-Tag den ersten Part hochladen kann. Und ja, wann das sein wird, weiß man leider noch nicht. Also die letzten Informationen, die ich hatte zum Release von Rollercoaster Tycoon World, waren ja der 31. März. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es etwas früher kommt als der 31. März. Aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich vor, dieses Spiel zu spielen und vorbestellt ist es auch schon. Von daher wird es denn auf jeden Fall kommen auf diesem Kanal. Dann ein zweites Spiel, was ich mir bereits vorbestellt habe, ist Resident Evil Zero, die Remastered-Version. Da sieht es so aus, wir haben ja das Spiel ebenfalls schon mal gespielt, wie Rollercoaster Tycoon auch. Damals hatte ich es aber auf der GameCube gespielt mit überm Grabber, ne? Und ja, jetzt hauen sie halt, oder hat Capcom halt die Remastered-Version von Resident Evil Zero rausgehauen und eigentlich müsste ich das Projekt sowieso mal wieder neu machen und da kommt die Remastered-Version eigentlich richtig gelegen, da wir jetzt nicht nur das Projekt neu machen, sondern es auch mit neuer Grafik, HD-Grafik, 16:9 und hast du nicht gesehen machen werden. Dieses Spiel habe ich mir, wie gesagt, auch schon vorbestellt. Da haben wir auch einen Release-Termin, das wird am 19. Januar kommen und wird dann wahrscheinlich, weiß ich nicht welches Projekt ersetzen, aber zu den Projekten, die mehr oder weniger ersetzt werden, da werde ich gleich noch kommen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Resident Evil Zero zum Release-Tag den ersten Part hochzuladen, versprechen kann ich euch natürlich nicht, weil ich nicht weiß, wie es aussieht mit Aufnehmen, Rendern und Zeit haben, ne? Aber ich werde versuchen, es am Release-Tag gleich den ersten Part hochzuladen, beziehungsweise nah am Release-Tag den ersten Part hochzuladen. Dann ein weiteres Spiel, was ich auf jeden Fall machen werde, ist Life is Strange. Das ist ein Spiel, wo ich mir bisher in einem Let's Play schon Episode 1 komplett angeschaut habe und so den Anfang von Episode 2. Also so wirklich viel vom Spiel habe ich noch nicht gesehen und mir wurde auch schon herangetragen, dass das ein super tolles, gutes Spiel sein soll. Und ich habe gedacht, da musst du es dir auch mal kaufen. Habe ich nun auch getan. Und das Besondere bei uns wird sein, wenn wir dieses Spiel zusammen spielen, ist, dass es deutsche Untertitel haben wird. Da habe ich einfach mal bei Google Life Strange auf Deutsch eingegeben und habe auch direkt was gefunden und habe auch schon alles ausgetestet und wir haben wirklich Life is Strange dann mit deutschen Untertiteln. Also wer Life is Strange mit deutschen Untertiteln mal schauen wollte, der sollte bei mir reinschauen. Life is Strange wird dann nach The Walking Dead kommen.
also wird The Walking Dead ersetzen. So, und dann habe ich noch so, also das waren jetzt erstmal so die Spiele, die ich auf jeden Fall machen werde. Dann hatte ich so ein bisschen in der Planung für 2016, aber da möchte ich euch nicht versprechen, ob das dann auch wirklich so kommen wird. Habe ich dann zum einen Mirror's Edge, weil da kommt dann auch, glaube ich, 2016 der zweite Teil von raus. Und Mirror's Edge habe ich leider noch nie durchgespielt, fand ich aber auch richtig cool. Vielleicht werde ich es jetzt mal privat durchspielen und dann später zum Let's Play nochmal durchspielen. Aber das, was ich bisher bei Mirror's Edge gespielt hatte, war richtig cool und ich denke, da könnte man auch nochmal ein Let's Play dazu machen. Dann das zweite, was ich plane, was ich euch aber noch nicht wirklich versprechen kann, dass es auch so kommt, aber ich denke mal, es wird so kommen, ist noch ein zweites Großprojekt neben SWTOR. Das wird nämlich die Assassin's Creed Serie sein, weil ich wollte schon immer mal die Assassin's Creed Serie Let's Playen oder einige Assassin's Creed Teile Let's Playen. Und ja, da ich habe auch eine Menge Assassin's Creed Teile, habe noch nicht alle gespielt. Bisher habe ich durchgespielt Assassin's Creed 2, 3 und 4. Ja, 2, 3 und 4. Brotherhood habe ich mal angespielt. Revelations und 1 habe ich noch gar nicht gespielt. Rogue bin ich jetzt in diesem Augenblick, wo ich diese Aufnahme mache, gerade bei Uplay am Runterladen. Also das werde ich dann wohl auch erstmal privat durchspielen, ehe ich es dann später in einem Let's Play mache. Ich möchte es sowieso so machen, dass ich dieses Projekt etwas chronologisch aufziehen werde. Das heißt einfach, dass ich erstmal ganz normal Assassin's Creed 1 bis 3 spielen werde, weil die ja chronologisch ziemlich hintereinander liegen. Natürlich zwischen 2 und 3 werde ich noch Brotherhood und Revelations spielen, ist klar. Und dann muss ich mal gucken, wie ich es mache, wie das chronologisch am besten passt. Ich denke, ich weiß es jetzt gar nicht, was chronologisch gesehen dann als erstes kam. Also als erstes müsste eigentlich Assassin's Creed 4 kommen und dann Rogue und dann Unity. So müsste es eigentlich chronologisch stimmen. Ihr könnt mich gerne verbessern in den Kommentaren, falls diese Chronik jetzt gerade nicht stimmen sollte. Und Resident Evil, wie komme ich jetzt auf Resident Evil? Assassin's Creed Liberation, jetzt haben wir's, werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal zulegen, weiß ich jetzt noch nicht, mal gucken. Was ich euch aber garantiert nicht zu 100% versprechen kann, ist, dass wir Assassin's Creed Unity spielen, weil von dem Spiel habe ich schon ziemlich viel Schlechtes gehört und ich habe es mir auch in einem Let's Play angeguckt. Ich fand es okay, sagen wir mal so. Ich fand den letzten Kampf ziemlich ja, abstrus, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich fand es okay. Mal schauen, ich kann euch noch nicht garantieren, ob ich Assassin's Creed Unity wirklich machen werde. Von Assassin's Creed Syndicate habe ich mir bisher noch gar nichts angeguckt. Das würde aber auch erst ganz zum Schluss kommen, wenn wir die anderen Teile alle durch haben. Und ja, bisher ist mein absoluter Lieblings-Assassin's Creed-Teil wirklich Assassin's Creed 4. Auch wenn den auch viele kritisiert haben, weil das nicht mehr so wirklich Assassin's Creed ist. Aber ich finde den Teil einfach klasse. Ich mag ihn. Ich finde ihn toll. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, den zu spielen. Und ich kann es leider jetzt noch nicht einschätzen, wie Rogue ist. Aber ich habe gesehen, Rogue ist ziemlich stark an Assassin's Creed 4 angelehnt. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass Rogue mir auch gefallen wird. Vielleicht gefällt es mir auch einfach mal, ein böser Templer zu sein. Und ein Spiel, was ich auch noch plane zu machen, irgendwann 2016, da weiß ich auch noch nicht wann. Ich weiß nur, wie ich es aufziehen werde, ist Fallout 4. Fallout 4 finde ich bisher richtig klasse. Also ich habe es nicht, ich gucke es mir momentan in einem Let's Play an. Und ich würde es einfach so aufziehen, dass wir einmal das normale Fallout 4 spielen mit Questen, Leveln hast du nicht gesehen und dann nochmal
extra Baufolgen machen werde, aber diese extra Baufolgen extra hochladen werde. Das würde ich dann Fallout 4 Builded nennen oder irgendwie Let's Build Fallout 4, irgendwie sowas in der Richtung. Würde ich das nennen, so dass die Leute, die nur Quests sehen wollen und Story hast du nicht gesehen, nur auch wirklich nur das sehen und Leute, die sich halt auch für das Bauen interessieren, dann trotzdem immer noch das Bauen sich angucken können, ne? Und ja, so würde ich das durchführen wollen, aber ich weiß nicht, wann ich mir Fallout 4 mal zulegen werde, beziehungsweise wann wir es dann auf diesem Kanal spielen werden. Ja, also das sind so diese paar Spiele, die ich auch wirklich momentan so im Kopf habe für 2016, wo ich jetzt wirklich ein bisschen Bock drauf habe, die auch wirklich zu spielen. Natürlich wird es mit SWTOR ganz normal weitergehen. Also mit dem Sith-Krieger und Sith-Hexer und dann werde ich wahrscheinlich auch noch die anderen Klassen anpacken. Und die republikanischen Klassen, ja. Mal schauen, ob wir die noch anpacken. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich alle Klassen mal zeigen. Und aber ich spiele momentan republikanische Klassen. Also ich habe sie zum 12-fachen XP-Schub, habe ich mir alle hochgespielt. Bei einigen fand ich die Story schon ziemlich anstrengend. Und jetzt kann man ja über die Helden 2 Quests auch hochleveln, wenn man schnell durchkommen will, natürlich. Und ich finde die Helden 2 Quests auf republikanischer Seite ziemlich anstrengend. Also ich finde die einfach nur nervig und sie sind einfach nur blöd. Und da müssen wir mal schauen. Ich denke mal schon, dass ich die machen werde, aber ich möchte es euch jetzt auch nicht zu 100% garantieren, ne? So, das war jetzt eigentlich alles. 10 Minuten, fast 11 Minuten haben wir jetzt auf dem Konto. Ich denke mal, damit haben wir genug geredet und ihr wisst jetzt, was ich 2016 so plane für Spiele. Vielleicht freut ihr euch ja auf das ein oder andere Spiel. Und ja. Auf jeden Fall, wo ich euch einen festen Termin für sagen kann, ist auf jeden Fall Life is Strange. Das wird im Anschluss von The Walking Dead kommen und Resident Evil Zero. Das werde ich versuchen, am Release-Tag, am 19. Januar zu veröffentlichen. Und wenn es nicht am 19. Januar sein wird, dann wird es wohl ein, zwei Tage später sein. Also das sind so zwei Spiele, da könnt ihr euch den Release ein bisschen vorstellen, wann der kommen wird, ne? Und ansonsten wünsche ich euch für 2016 noch alles Gute, dass ihr gut reinrutscht. Feiert nicht zu viel zu Silvester, weil man möchte ja zu Neujahr nicht mit dem Kater aufwachen. Und ja, dann war es das jetzt von mir und rutscht gut rein ins nächste Jahr. Oder ich hoffe, wenn ihr euch das Video erst im nächsten Jahr anguckt, dass ihr schon gut reingerutscht seid. Und ich hoffe, wir hören bzw. sehen oder lesen uns in den Kommentaren wieder und mich hört ihr dann nächstes Jahr wieder bei irgendeinem Let's Play wieder. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö.